Hallo und willkommen zurück zu Severance Blade of Darkness. Wir haben ja beim letzten Mal die Mine von Kelbegen abgeschlossen, haben da einen schönen Oger geplättet und haben letztes Mal dann auch begonnen, hier die Gräber von Ephyra zu, ja, plündern, ist das falsche Wort, sagen wir, erforschen. Natürlich suchen wir die mächtigen Waffen, von denen in dem Wand, wie war es nochmal? In den Minen von Kilbegen die Rede war. So ist es einfacher. Und oh, da kommt schon der erste Gegner. Ein Skelett. Wie ich euch, glaube ich, schon mal gesagt hatte, die haben ja eine relativ simple Angriffsstrategie. Fast genauso simpel wie Orks und Trolle. Sie machen einfach diese drei Schläge, wenn man denn weit genug von ihnen entfernt ist. Und dem kann man das relativ einfach ausweichen. So dass man also meistens eben nicht getroffen wird. Da haben wir schon das nächste Skelett. Na komm her. Gegen einen Move wie den Wirbelwind haben die natürlich keine allzu große Chance. Auch wenn wir sie nicht richtig treffen. Aber der Wirbelwind schlägt eben oft genug zu, um auch nicht ganz perfekte Treffer ausgleichen zu können. Hier drin ist scheinbar nichts. Aber wir sehen hier. Da war mal eine Wand und irgendjemand oder irgendetwas hat hier einen Durchbruch gemacht. Hier liegen ein paar zerbrochene Waffen rum. Nichts weiter Wichtiges. Hier drin ist natürlich genau das Gleiche. Eine Wand und wir machen uns einfach den Eingang selbst. Das Ghost Medallion. Das Geistermedaillon. Da ist es. Aber was kann das denn? Items. Rechte Spalte, das fehlt von oben. Ghost mit dem Poison Resistance Cure Poison. Das heißt, es gibt uns Resistenz gegen Gift und heilt auch Gift, falls wir vergiftet werden sollten. Allerdings gibt es meines Wissens in diesem Level niemanden, der mit Gift arbeitet. Also ist es im Prinzip völlig nutzlos und wir können es auch leider nicht mitnehmen ins nächste Level. Das wäre schön. Hier machen wir uns auch einen kleinen Durchbruch und finden den Venom Hammer für den Zwerg und unsere erste Life Potion 1000, die wir inzwischen ja auch je nach Spielweise ganz gut gebrauchen können. Der Venom Hammer für den Zwerg ist übrigens so eine Sache. Er ist, ja, also ich persönlich finde ihn super schlecht. Er vergiftet zwar die Gegner, nur haben wir davon nichts als Zwerg, denn der Special Move, der das im Prinzip das einzig Wichtige bei solchen, ich sag mal, elementaren Waffen ist, ist leider erst ab Level 17 verfügbar und wir finden den Gifthammer nur hier, sonst nirgendwo. Das heißt, wir müssten ihn von Level 8 bis Level 17 mit uns führen. Er nimmt einen von vier Waffenplätzen weg, was schon mal nicht so günstig ist. Und wie gesagt, wie gesagt, wir müssten ihn das halbe Spiel über mit uns rumtragen, ohne ihn wirklich zu benutzen. Und deswegen habe ich den noch nie mitgenommen. Werde ich wohl auch nie tun. Und das macht ihn zu einer eher nutzlosen Waffe. Es gibt übrigens, kommen wir denn schon dahin? Nein. Wir können noch keine Specials auswählen. Denn es gibt für jeden Charakter mehrere dieser elementaren Waffen. Es gibt eine Giftwaffe. Die beim Ritter zum Beispiel wären das die Orkschwerter. Es gibt auch für den Charakter eine Eiswaffe und eine Feuerwaffe, die alle allerdings nur wegen ihres jeweiligen Special Moves nützlich sind oder wichtig sind. Persönlich habe noch keine davon wirklich benutzt.
weil man findet einfach im Laufe der Zeit die normalen Waffen, die einfach, ja, ich sag mal, leichter zu handhaben sind und teilweise deutlich mehr Schaden verursachen. Wobei natürlich die Spezialattacken eben dieser elementaren Waffen sind teilweise schon richtig gut. Also wenn ihr es selbst spielt, probiert es ruhig aus. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, wie stark diese Waffen sein können, wenn man denn richtig mit ihnen umzugehen weiß. Hier kommen wir jetzt auch zu einer eher schwierigen Stelle, sage ich mal, weil ein Fehltritt und man ist tot. Wenn man nämlich hier runterfällt, ihr seht, es geht relativ weit runter, also man stirbt auf jeden Fall, wenn man hier runterfällt, aber wir müssen hier durch. Wir müssen darüber. Weil da gibt es nämlich einen Schlüssel, den wir brauchen. Der natürlich von zwei Skeletten bewacht wird. Nebenbei gibt es ja noch einen ganzen Lebensdrang, eine Full Life Potion und den Graveyard Key. Aber Full Life Potion, wir haben ja schon eine, sind noch nicht mal verletzt, also brauchen wir das jetzt gerade nicht. Ich hoffe nur, wir kommen jetzt hier wieder zurück. Wow, nicht fallen. So, das wäre geschafft. Wir können jetzt natürlich zurückgehen. Aber hier geht es ja weiter, also hier kann man dann nochmal runterfallen. Da unten seht ihr auch schon was, da geht es dann auch ein bisschen weiter. Also gehen wir doch einfach mal runter. Hier liegt übrigens der Warhammer, der Kriegshammer für den Zwerg. Eine sehr wichtige Waffe für ihn. Weil bei der funktioniert nämlich der Special Move. Level up. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, diese Zombies, diese Ritterzombies, Zombies in Rüstung, die sich eigentlich außer durchs Äußerliche durch nichts von den anderen Zombies unterscheiden, geben unglaublich viel Erfahrung. So viel, dass wir jetzt direkt auf Level 9 aufgestiegen sind und somit den Special Move der Naginata ausprobieren können. Den Killer Strike. Ja, scheint doch gar nicht schlecht zu sein. Werden wir gleich mal ausprobieren. Hier hinten hat es übrigens noch ein weiteres Round Shield. Und nochmal ein Death Sword für den Barbaren. Ist aber alles nichts für uns. Ach, habe ich vergessen zu erwähnen. Hier hinten liegt ja auch noch eine Power Potion. Falls ihr gerade keinen dabei haben solltet. Okay, machen wir den Zombie schon mal einen kurzen Prozess. Alles in allem, ja, gar nicht schlecht. Trotzdem ist mir persönlich irgendwie der Wirbelwind doch noch lieber. Ja, zwei auf einmal, ist schlecht. Wir haben jetzt also, wenn ihr kurz den Erfahrungsbalken oben rechts, oben links natürlich, anguckt, wir haben jetzt allein nur durch diese paar Zombies fast ein ganzes Level gemacht. Also das ist schon fast schon zu viel, wie diese Zombies hier Erfahrung geben. Aber nun gut, die Entwickler haben sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Hoffe ich zumindest mal.
So, da ich jetzt hier den Naginata, den Special Move der Naginata auch hier ausprobieren werde, werde ich jetzt erstmal speichern. Und zwar, ihr seht hier, ich habe schon mal gespeichert gehabt. Allerdings ist mir dann danach das Spiel abgeschmiert. Und die letzte Aufnahme war zu kurz, die war dann irgendwie versaut. Deswegen habe ich das Ganze heute gerade nochmal gespielt und überschreibe das Spiel gerade nochmal. Und dann schauen wir mal, was dieser Special Move gegen die jetzt erscheinenden Skelette tun kann. Na? Also, ich glaube, das wird nicht allzu toll. Was jetzt natürlich, ich mache den Special Move richtig. Oh oh. Ihr sollt euch nicht gegenseitig kaputt hauen. Und ich erstmal dich mit den wenigen Lebenspunkten. Puh, weil wir wollen ja schließlich jedes bisschen Erfahrung mitnehmen, was wir kriegen können. Puh, wir haben es überlebt. Aber ich glaube, ich werde diesen Killer Strike. Ja, ich weiß es nicht. Also der Wirbelwind ist mir irgendwie doch sympathischer. Das heißt, ich werfe die Naginata weg, nehme den Axtspeer zur Hand. Mir ist es einfach sympathischer. Oder was meint ihr? Geht euch der Wirbelwind schon langsam schon auf die Nerven? Weil es ja wirklich der einzigste Move ist, den sie machen kann. Ohne eben den Waffen-Spezial-Move auszuführen. Schreibt's doch rein, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Ein Feuerskelett, was für uns seinen eigenen Sarg geöffnet hat. So wie er aussieht, ist er relativ gefährlich. Aber er ist eben nur ein Skelett. Das Beste daran, dass das Teil ein Feuerskelett ist, dass es eben Licht macht, dass wir ihn so sehen können. Gut, selbst wenn wir ihn nicht sehen könnten, würde unser Spieler automatisch auf ihn ausrichten, sobald er im Ziel ist. Aber, ja gut. Er kämpft eben wie alle anderen Skelette auch. Kann ihm relativ leicht ausweichen, wenn man denn nicht gerade einen Sarkophag im Weg hat oder eine Wand. Und er ist besiegt. Und wenn ihr es bemerkt habt, wir sind gerade 2 Level auf einmal aufgestiegen. 2. Ah, das ist wohl dieses Idol. Nehmen wir doch gleich mal an uns. Ein Fetisch. Aha. Wir wissen zwar noch nicht, für was wir es genau brauchen, aber wir nehmen es mal mit. Das Königsschild. Schauen wir uns doch mal an.
conjure you, ancient serpent, by the judge of the living and the dead, by that which has the power to send you to the icy hell of Valiskaeth. Das ist wohl scheinbar das, was auf dem Schild steht. Ancient Serpent, die alte Schlange. Aber warum wir die jetzt beschwören sollten, oder... fragt mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall seht ihr da oben über meinem Kopf noch ein Runensymbol. Das heißt, da hat es eine Rune drin. Wahrscheinlich wieder mit fieser Falle. Holen wir uns doch gleich mal. Aber vorher, da wir jetzt ja Level 11 sind, können wir den Sea Smash, den Seeschlag des Dreizacks ausprobieren. Machen wir gleich mal. Das ist auch nicht allzu toll. Ähnlich wie beim Speer. Und wenn der Gegner sich bewegt, dann haben wir gehabt. Und den Special Move des X-Spear, den Spin Slash, können wir auch ausführen. Das ist doch gleich deutlich besser. Trifft nämlich alle Gegner um uns herum. Und macht so deutlich mehr Spaß. Das heißt, der Gegner kann sich auch bewegen, der kann versuchen auszuweichen. Wenn er nah genug dran ist, wird er trotzdem getroffen. Habt ihr es gesehen? Da oben, jetzt direkt über meinem Kopf zu sehen, ist irgendwas. Das ist ein großes, dickes, fettes Pendel, welches uns 0, nichts tötet, wenn wir uns denn davon treffen lassen. Aber zum Glück haben die Erbauer hier Wandnischen eingebaut, so dass man dort reingehen kann und dem Pendel so entgehen kann. Finde ich sehr nett von ihnen. Und zwar sind es genau zwei Wandnischen oder drei, ich glaube zwei. Und sobald das Tor aufgeht, bleibt das Pendel da oben und geht wieder aus. Und wir haben unsere nächste Rune gefunden. Of Ahura Mazda, heavy of heart at the sin of his sons, the gods, withdrew himself to the far depths of the universe. And how since then he has not been seen by the Avestas, from where the wise men say he will only return at the end of time. Sehr schön. Ihr seht oben links die dritte Rune. Allerdings, warum jetzt hier im Hintergrund, ihr könnt es vielleicht sehen, hier direkt eine andere Rune zu sehen ist, als die wir gerade bekommen haben. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube durchaus, dass diesem Spiel etwas mehr Qualitätsmanagement durchaus gut getan hätte. Und jetzt zeige ich euch noch was, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht so richtig mitkriegt. Nein, nicht den Spin Slash nochmal, ich wollte nur nochmal üben. Sondern, wenn man hier wieder zurückgeht, dann erheben sich Skelette. Und wir wollen dann schließlich jedes kleine Fitzelchen Erfahrung mitnehmen, das wir können. Und können so auch gleich den Spin Slash ausprobieren. Zack, und zwei Stück weg. Also dieser Move ist echt sehr, sehr, sehr gut. Ich komme damit super gut zurecht. Und den werde ich jetzt auch öfter nutzen. Macht auch mit dem 900 das Skelett kurzen Prozess. Jetzt kommen wir wieder zu zweit. Ich werde natürlich auch den Wirbelwind nicht ganz vergessen. So, ich glaube, das war's. Richtig, mehr kommt nicht mehr. Und wie es dann im Endeffekt... Ah, hier könnt ihr noch sehen. Da waren wir schon.
Nur getrennt durch ein Gitter, was natürlich niemals zu öffnen ist. Und wie es jetzt von hier aus weitergeht, wenn wir hier durch dieses Gitter gehen, das zeige ich euch das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann.